Hallo, ich heiße Mathieu und das ist mein Team. Unser Projekt heißt Zwei Wienerinnen in Klein-Wien oder leckere Wörter aus- und eingewandt. Guten Tag. Ach, Sie sind Deutsche? Nein, wir sind aus Wien. Kommen in Russe, auch Klein-Wien genannt. Ach so, ich bin Frau Strudel. Frau Strudel, komisch. Ihr Familienname steht in der Speisekarte. Möchten Sie ein Stück Apfelstrudel? Er ist so lecker, mit fast durchsichtigen Blättern, wie unsere Baklava. Masa! Strudel, Baklava, gesehen, gesehen. Und ich esse lieber Topfen. Schmeckt fantastisch. Mein Mann ist der beste Bäcker in Wien. Pauacinke. Auf Rumänisch heißt das Kotita. In Ungarn Pauacinta. Auf Bulgarisch Pauacinka. Blinchiki. Yes. Stopp. Frau Pauacinke ist nicht zum Essen. Sie ist eine Dame mit einem ein bisschen seltsamen Familiennamen. Herr Kellner, bringen Sie mir bitte eine Tasse Kaffee Melange. Melange? Что это такое? Das ist Kaffee mit viel Milch und Schlagobers. Mit Sahne. Ile Creme. Ach, sehr köstlich. Herr Kellner, haben Sie auch Sachertorte? Wenn wir in Klein-Wien sind, könnte ich vielleicht auch ein Stück. Aber Lisi, deine Diät! Schon gesehen, Frau, schon gesehen. Ich würde Ihnen die berühmte Garasch-Torte empfehlen. Ihr Schöpfer, der Ungere Costa Garasch, lebt hier in Russe. Sie schmeckt wie die Pischinger Oblaten-Torte. Wirklich? Und mit 5 Oblaten? Oblaten? Ach, Sie meinen Tortenblatt? Ja, auf Bulgarisch haben wir schon das Wort. Blatza Torte. Backbube! Ich Kifwa. Oder auf Deutsch Kipfel. Die Waffel ist auf Bulgarisch Waffla und auf Russisch Waffla. Die bulgarische Schunke kommt aus Schinken. Auf Rumänisch Schunke. Und Kremwürsche. Das sind die Kremwürsten. Die Torte! Ruschtschuk, unteren Donau, wo ich zur Welt kam, war eine wunderbare Stadt. An einem Tag konnte man 7 oder 8 Sprachen hören. Die übrige Welt hieß dort Europa. Elias Canetti, geboren in Russland.